Hallo, herzlich willkommen zu Beauty TV. Doch bevor ich auf das schöne, hübsche und geschmackliche komme, möchte ich noch zwei Sachen in eigener Sache sagen. Zum einen, ihr seht hier hinten auf meinem, was ist das eigentlich, halbes Longsleeve oder langes T-Shirt, Ideenwerkstatt, ne? Kann man das erkennen? Okay, schaut doch da bitte alle rein. Da gibt es tolle Videos von vielen Jugendhäusern, Kinderhäusern, Schulen und so weiter und so fort. Es lohnt sich reinzugucken. Macht einfach mit und gebt uns Rückmeldung. Apropos Rückmeldung, jetzt drehe ich mich wieder zu euch um. Hallöchen. Jugendhaus Heslach, Kurbel TV, heute Beauty TV. Noch ein Hinweis, und zwar ist euch der Fehler aufgefallen bei unserem Tattoo TV. Dort, wenn ihr euch erinnern könnt, hat der Max, der dort in der Ecke sitzt, sich sieht den Mund verbrannt. Nein, ja. Er hat sich ein Tattoo auf die Stirn machen lassen, hat dann dabei den Nacken nach hinten bewegt und ich hatte gesagt, das ist die gleiche Haltung wie beim Nasenbluten. Ach so, das ist den Fehler, Entschuldigung. Stimmt gar nicht. Gegenteil, gell? Ganz genau. Ah, das stimmt. Gegenteil. Das war ein Hinweis von meiner werten Frau. Bei Nasenbluten bitte immer den Kopf nach vorne und senken und dann Wasser hier drauf laufen lassen. Also früher hat man das gesagt. Genau. Also weiß ich nicht mehr, ob man heutzutage noch Nasenbluten hat. Wen das von euch trifft, aber auf jeden Fall, das war falsch gewesen. Kann man schon machen. War ein eingebauter Fehler von uns, aber ich denke, die meisten von euch ist es wahrscheinlich eh aufgefallen. Aber jetzt zum heutigen Thema. Wir sind heute bei Beauty TV und wie ihr hier seht, es erreichen uns eine Menge von Rücksendungen, Zuschriften, Vorschläge, Meinungen, Anregungen. Wir können die leider alle gar nicht bearbeiten. Aber ein Brief, der ist uns dann doch aufgefallen und den würden wir gerne heute in die Tat umsetzen. Und zwar ist das hier ein Brief vom kleinen Tom, der hier ans Jugendhaus Heslach geschrieben hat. Der kleine Tom ist 12 Jahre alt, kommt aus Stuttgart. Liebes Jugendhaus-Team, mein Name ist Tom. Ich kann jetzt erklären, was der Tom schreiben wollte. Der Tom ist 12 Jahre alt, wohnt über einem Friseurladen und seine Lieblingsbeschäftigung ist eigentlich von früh bis spät die hübschen Männer und Frauen zu beobachten, die dort reingehen und unter anderem eben auch mit ihren tollen Nägeln. Und das ist was ganz Tolles, das fasziniert ihn und er möchte gerne wissen, wie das Glitzernde, die Farben auf die Nägel kommen. Und dadurch, dass jetzt eben die Friseurläden noch zu haben, ab nächste Woche sieht es anders aus, kann er jetzt nicht die Frauen und Männer befragen, sondern er hat jetzt uns gefragt, dass wir ihm das gerne erklären würden. Sein Wunsch ist uns Befehl. Lieber Tom, es gibt heute für dich das Thema Nagelstudio, ne? Nagelverschönerung. Und wem könnte es da besser ergehen als meinem Kollegen Max, der da schon in der Ecke sitzt und uns freut, dass endlich nach wie viel Jahren? Elf Jahren mal wieder seine Nägel schön gemacht werden und lackiert werden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis gleich. Wir sind jetzt einfach mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich habe halt sehr kurze Nägel. Die sehen ja schon mal sehr gut aus. Naja. Und dann nehmen wir als erstes mal hier sowas, das ist eine Feile. Oh. Das sind so einmal Feilen. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, wo wir noch was wegmachen können. Alle Nägel, also. Nee, wir zeigen es erstmal an eine. Okay. Weil eigentlich sehen die ja gut gepflegt aus. Man kann da auch noch mal drauf. Ja, für Gitarrenspieler, also linke Hand muss eh kurz sein und rechte auch. Okay. Also wir zeigen es jetzt mal hier an. Sollen wir es an dem Finger machen? Ja. Okay. Also da nimmt man die Feile. Da gibt es eine raue Seite, eine eher glattere. Ja. Und dann fängt man an, den Finger zu feilen. Ist das angenehm, Max? Das muss ich kurz überlegen. Es hält sich die Waage zwischen Schmerz und so. Und wir fangen an mit der rauen Seite und dann nehmen wir die andere Seite. Sieht man da auch einen Schmutzfilm? und machen das so wieder glatt. So. Ja, das ist auf jeden Fall nicht unangenehm. Fass mal drüber. Selber auch drüber fassen. Im Vergleich jetzt zu den anderen Fingern, die du hast. Ah, ist schon ein guter Unterschied. Schon sehr, sehr weit. Jetzt in diesen 5 Sekunden. Ein paar Sekunden schon unglaublicher Unterschied. Oh. Ich glaube, das wird mein neues, so. Also auch
Das reicht, glaube ich. Ja, ich glaube, der Max hätte gerne noch einen anderen Finger. Ja, ja, so ein Vergleich vom Gefühl, ob meine Finger in Ordnung sind. Okay, dann machen wir jetzt noch den Finger daneben. Das ist der Mittelfinger? Das ist der Mittelfinger, der ist besonders empfindlich. Und auch wichtig, ja. Oh, der ist jetzt... Ja, das ist halt auch schon sehr cool. Da bist du jetzt fast am Fleisch schon, oder? Auch da ein bisschen Fleisch mit dabei, glaube ich. Aber du darfst ruhig stark, also es ist, kannst du auch stärker machen. Mhm. Sonst kitzelt es auch. Aber ich merke schon, okay. Ich glaube, das können Männer ja auch machen. Also ich kann da auch ins Nagelstudio gehen. Männer werden doch genauso, oder? Männer haben Nägel. Bist du jetzt bereit für den? Ich bin bereit, ja. Okay, guck mal, jetzt haben wir hier verschiedene Farben. Das ist keine Farbe. Jetzt kannst du dir mal eine raussuchen. Eine oder zwei? Machst du jetzt eine Farbe? Erstmal für den. Eine Grundierung. Den anfangen, dann fangen wir mal mit dem an. Ja. Ich würde einen recht poppigen nehmen. Den da. Also, hast du irgendwie so ein Vorbild, ein Nägel, was du mal gesehen hast bei Stars, wo du sagst, oh. Ja, außer Jessica Alba, das ist Nuno Bettencourt. Von Extreme. Okay. Und der hat ja immer schwarze Fingernägel. Okay. Also schwarz lackiert immer die jetzt nicht. Und das hat mir tierisch gefallen immer. Okay. Aber ich durfte es nicht. Deshalb hast du jetzt rot genommen. Deswegen habe ich jetzt rot genommen. Also, dass wir nicht zu viel Farbe haben. Oh, und jetzt muss ich hier ist sehr genug. Schön verteilen. Gleichmäßig. Was ist, wenn die Farbe auf die Haut kommt? Hat man dann... Dann hat man hier noch ein paar Sekunden Zeit, die Fett zu waschen. Okay, das kann man dann auch mit dem Handschuh dann machen. Genau. Also meine Finger, das finde ich jetzt nicht so... Okay, und das muss jetzt erstmal trocknen. Ich muss jetzt eine Zwischenfrage, was mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Ich sehe gar keinen Nagellackentferner hier stehen. Ja, man lässt es dann ein bisschen einfach dran, dann splittert es ab. Wie? Kannst es dann auch irgendwann so abziehen. Aber wie lange bleibt es jetzt dran, wenn du es heute drauf machst? So zwei Wochen. Sei ehrlich. Zwei Wochen. Ja. Dann splittert es ab, blättert es ab. Genau. Und jetzt nehme ich passend. Oder das heißt, man kann da auch gar nicht nachhelfen, irgendwie mit dem Schraubenzieher oder irgendwie sowas, oder? Na, man könnte es abfeilen mit wahrscheinlich so einer Drahtbürste oder so, aber dann. Dann sieht danach der Nagel auch nicht mehr so aus. Okay, oh, das ist aber nett. Jetzt würde ich was Dunkleres. Was Dunkleres, würde ich auch sagen. Gegen den Kontrast. Oh, weg. Ja. Was ist denn heute so Mode? Gibt es so Modefarben gerade bei den Nägeln, Marina, was trägt? Ja, Frau, rot, Mann das heute? Rot. Das immer, also das hat sich der Max eigentlich gerade richtig entschieden schon. Ja, rot. Ja, sie ist zum Beispiel rot. Und nee, da steht gar keine Nummer oder Smalto steht da drauf. Ich weiß nicht, ob das gut, das sieht man jetzt. Du hast extrem kleine Nägel, fällt mir gerade auf. Ja, und also auch selbst, wenn ich selbst nicht ranzoome. Extrem dicke Finger. Also irgendwie. Okay, egal. Mhm. Okay. Sollen wir gerade noch die ganze Hand weitermachen? Ja. Okay. Müsst du jetzt wieder feilen? Oder verzichten wir jetzt aufs Feilen? Wir wissen jetzt, wie es geht. Mal, weil da nicht so viel drin ist. Ich würde schon so sagen, dass es gut zusammenpasst. Mhm. Auch ein Schwarz möchte ich dann haben. Ja, jetzt kommt einfach mal was Helleres. Und was mit Glitzer. Gibt's was mit Glitzer? Das mit dem Glitzer, das können wir nachher als Topping oben drauf machen. Ah, das ist wie beim Eis, so mit den Smarties. Oh, das ist das gleiche. Es riecht... Streng. Ja, also ich weiß nicht, wer es mag. Also ein Rindergulasch riecht jetzt besser. Ja. Oder Fleischkügle. Ist auf jeden Fall ein angebratenes Fleischkügle riecht besser als jetzt hier. Manche mögen es. Also du kriegst jetzt keinen Hunger, wenn du das jetzt riechst. Okay. Riecht schon sehr stark nach Farbe. Also wenn ich jetzt mal nur die Hand hätte und ich wüsste nicht, wem die Hand gehört. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Metzger. Oder was möchtest du jetzt damit sagen? Ja, ich hätte wäre jetzt schon nicht auf deine Hand gekommen. Aber würdest du die Hand, wenn du jetzt nicht wüsstest, ich wär, ob ich das bin männlich kein oder weiblich, würde schon sagen männliche Hand. Ja, wahrscheinlich schon, weil man sieht... Aber kann man aus Alter zum Beispiel, dass du sagst, das ist eine alte Hand? Ja, gut, man sagt ja, an der Hand, die Hand lässt sich nicht liften, ne? So. Das habe ich jetzt. Jetzt musst du deine Hand... Doch, die Hand, an der Hand kann man das erkennen, wie alt jemand ist. Oh, das ist es aber nicht. Das ist so ein Arkelles. Arkelly, oder? Ja, manchmal kann ich auch ein bisschen Geschichten, aber. Okay. Handgebe? Ach, ja, die Hand geht nicht, wenn ich so winke und sage hallo. Ja, hallo. Wahrscheinlich mal. Hallo. Machen die Nägel jetzt noch schöner, weil das sieht ja ein bisschen langweilig aus. Der Punkt, jetzt wollen wir da noch ein bisschen Muster und so drauf bekommen. Deshalb haben wir jetzt hier so Schablonen. Oh, das sieht schmerzhaft. Und da sind verschiedene Muster drauf. Da darf der Max sich jetzt gleich eins aussuchen. Ja, ich muss mal ranzoomen. Zeig mal, Max, zeig das mal rein. Siehst du da was? Also ich nehme... Hier gibt es auch so Tiermuster. Gibt es nicht so irgendwas mit Totenköpfen oder so? Nee. Ein Blümchen. Haben wir da was?
Ja, aber wenn ich jetzt... Wenn ich, hier, du hast ja einen Hund. Hier sind so Hundepfoten. Oh, ja, das Hund ist gut. Für meinen Hund machen wir die Hundepfoten. Okay. Die Hundepfoten? Einmal. Oh. Dann verbrochen wir... Sitz! Hier drauf. Platz! Und so. Jetzt haben wir hier so ein Ding. Und dann ziehen wir jetzt einfach aber, einmal. Oder. Ja, langsam. Was hast du jetzt gemacht? Du hast jetzt die Farbe da drauf. Die Farbe einfach auf das Muster, was wir wollten. Und dann ziehen wir das so. Oh, ach so. Jetzt hast du die. Und dann nehmen wir hier das Stempelkissen. Oh, das ist was, glaube ich, schmerzhaft gleich. Und jetzt haben wir hier das Muster drauf. Die Pfoten. Mhm. Die passen doch gar nicht. Oh, nee. Und dann Stempelkissen drauf. Und dann haben wir Pfoten drauf. Auf welchen? Auf der? Achso, da. Auf dem Ringfinger sind jetzt Pfoten. Gerade auf dem roten. Der Wahnsinn. Auf dem roten sind die Pfoten. Das ist doch eigentlich verboten. Und wenn man jetzt halt noch ein bisschen Lust hat auf Glitzer. Ach, sieht ja nicht schlecht aus. Definitiv hatte Max Lust. Ich habe Lust auf Glitzer. Mhm. Immer schon. Dann nehmen wir das vom Glitzerlack. Auch auf die Pfoten jetzt. Ich würde jetzt gleich mal den Nagel daneben, der muss auch noch ein bisschen glitzern. Der kleine wäre auch witzig, wenn der ein bisschen glitzern würde. Oh, das ist gut. Das ist jetzt so grober. Ah, das ist meine Welt. Ja, jetzt wird's. Jetzt so langsam. Jetzt hab ich's. Also Glitzer ist mein Ding. Hast du schon mal einem Mann die Nägel lackiert? Ja, die Anfragen werden jetzt sich... Die werden kommen. Aber bei dir selber hast du die Nägel schon... Wow. So. Oh, ich hab's nicht. Entschuldigung. Ah gut, das Schmetterling ist natürlich so. Ich zeig's mal so nochmal. Wo ist der Schmetterling jetzt? Achso, warte. Das Schmetterling ist die Pfote. Da ist das Schmetterling. Ah. Oh, das ist natürlich schon. Sieht sehr, man? Ja, aber. Ja. Ja. Und immer winken zwischen den Linken, den anderen zuwinken. Jetzt kommt die letzte Finger. Letzte Finger. Genau. Oh, war das ein Film? Was? War das mal ein Film? Der letzte Finger? Der letzte. Das war mit John Wayne, glaube ich. Und der letzte Finger, Teil 3. Der war böse. Oh. Oder Jackie Chan war das, glaube ich. Gab's das mal letzte Finger? Ich glaube, der letzte Finger, ja. So, das ist schon fertig. Also, ich will noch meine Farbe mehr, aber man sieht die andere immer noch. Das ist jetzt ein Land, eine Flagge. Ja. Wer das weiß, Martin weiß es schon. Es gibt ein Land. Das fängt mit einem Popo. So. Popo an? Popo. Cool. Also, das ist eigentlich so rum. Das ist so rum. Oder so rum. Ich glaube, das ist Polen. Polen, ja, aber das ist so rum. So rum ist nichts. Okay. Mir gefällt es gut. Ja? Und das zwei Wochen zu tragen, ist für mich. Kein Problem. Kein Problem. Also so sieht's aus. Ja. Marina, und jetzt zeig mal im Vergleich deine rechte oder deine linke Hand, Entschuldigung. Sind das rechte? Nein, aber Kinder. Jetzt also, noch mal. Also welche Hand hättet ihr lieber? Die? Oder die? Also super. Also fühlt sich jetzt auch wohler so ein bisschen, kann man sagen. Du hast jetzt auch so ein kleines Wellnessprogramm hinter dir. Finde ich schon. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den darf man nicht vernachlässigen. Ja, auch wenn man hingeht und diese 30, 50 Euro, was kostet sowas? 30 Euro? 40, wie viel hättet ihr jetzt gezahlt? 40 Euro? 40 Euro. Max, kein Problem am Anfang des Monats. Ja, nee, das Geld ist schon noch nicht, ich glaube, heute ist noch nicht gekommen. Aber ich gönne mir das auf jeden Fall. Ja. Und wenn nicht, dann halt nur eine Hand, dann kostet es nur 20 Euro. Ja. Ein Finger 5 Euro. Ja. 4. Der einzige Nachteil, was ihr jetzt nicht seht, dass du schwitzt. Oder es stinkt halt. Aber den gibt es auch nicht jetzt in stinklos oder sowas. Also, nee, jetzt so was da die Lieblingssorten, weißt du, sagt Salami, Leberwurst, ja. Oh, ein bisschen, weißt du, sowas gibt es nicht. Stinkt immer nach Farbe. Wurstsalat, also erstmal einfach. Wurstsalat, okay. Okay. Alles klar, sind wir. Dankeschön, Marina. UTTV hat stattgefunden. Marina hat meine rechte Hand. Ich finde es sehr gut verschönert. Es riecht immer noch ein bisschen nach. Wir haben keinen Nagellackentferner. Aber ich würde mal drüber nachdenken, ob ich dies nicht ab und zu mal machen lasse. Auch als Mann habe ich kein Problem. Mit ein paar Motiven, die zu mir passen. Zum Beispiel. Hundepfote. Was? Hundepfote? Also nein, gut, ein Adler passen. Oder sowas? Ein Partner. Adler. Also, ich suche hiermit einen Partner. Adler, ein Bussard oder? Ein Adler, ein Bussard, also irgendwie. Dein so. Lieblingsvögel, Geier oder so? Greifvögel. Greifvögel magst du. Also. Ganz kurz, also ich hoffe, der kleine Tom hat das gesehen, er weiß jetzt, wie es funktioniert. Wenn nicht,
dann soll er einfach sich an uns nochmal wenden. Oder ab Montag haben wir auch die Friseure offen und wahrscheinlich nicht mehr lange die Nagelstudios. Die Nagelstudios haben auch dann geöffnet. Genau. Also Tom, ja, auf diesem Wege. Falls du dich aufgesehen hast, lass dich inspirieren. Ja. Und trau dich was. Ja. Traut euch einfach was. Steht zu euren Farben. Farben, ja. Mhm. Traut euch was. Seid anders. Seid anders ein bisschen. Also, jetzt kann ich ja das wieder runter machen. Viele Grüße aus Heslach. Tschüss. Schön war's. Ich mach zu. Mhm. Und zeig zum Schluss nochmal die Hand. Mit meinen Tschüss. Beauty TV Heslach. Händen. Kommt's runter? Bis jetzt nicht. Hopp! Warte. Oh, das ist auch nicht schlecht.